Hallo Kackbratzen. Was soll das denn bitte heißen? Es tut dir leid, du Penner bist voll in mich reingedonnert. Ich sag ja nur, ich hätte noch rechtzeitig bremsen können. Wäre da nicht diese Banane gewesen? Eine Banane auf der Straße? Und hätte hätte Fahrradkette. Wenn meine Oma zwei Räder hätte, wäre sie ein Fahrrad. Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber prinzipiell kann man behaupten, dass dieses Future Racing Genre mit F-Zero Anfang der 90er Jahre auf dem Super Nintendo seinen Anfang gefunden hat. Danach ging die Entwicklung immer weiter und wir sahen dann Spiele wie etwa POT, Star Wars Racer, Roll Cage oder eben auch ein Wipeout, wobei nach Wipeout gefühlt jeder Future Racer so sein wollte wie das bahnbrechende Rennspiel aus dem Haus Psygnosis. 3, 2, 1, go! Es war irgendwie immer dasselbe. Man hatte schwebende Fahrzeuge oder Raumschiffe, verrückte Rennstrecken, die nicht immer wirklich gut spielbar waren, einen Techno-Soundtrack, der nicht immer gut war und der versucht, dem Spieler ein Gefühl von halsbrechender Geschwindigkeit zu vermitteln, was aber auch nicht immer wirklich gut funktionierte. Es schien, dass das Subgenre der Future Racer irgendwie auf der Stelle stand. Und das dachten sich auch vermutlich die Leute von den Santa Monica Studios und bastelten an einem sehr originellen Spiel namens Kinetica, das dann im Jahr 2001 nur in den USA für die PS2 veröffentlicht wurde. Ich habe leider keinen guten Grund gefunden, warum man das Spiel nicht auch bei uns veröffentlichen wollte. 3, 3, 2, 1, 1, go. Ein lustiger Funfact jedoch ist, dass die Engine, auf dem dieser Racer läuft, im Prinzip dieselbe ist, auf die Santa Monica Studios dann später ein SOCOM oder auch ein God of War draufsetzte. Zumindest war die Arbeit nicht ganz umsonst. Jetzt kann man natürlich auch behaupten, dass Kinetica auch nur wieder ein stinknormaler Future Racer ist, denn auch hier haben wir den Rausch der Geschwindigkeit, abgefahrene Strecken und Techno-Musik. Allerdings gibt es hier einen kleinen Unterschied. Kann sich hier irgendwer noch an die ESPN Extreme Games Spiele erinnern? On your mark. Get set. Go! In dem Spiel ging es im Prinzip darum, entweder auf Rollschuhen, auf einem Skateboard oder dem berühmt-berüchtigten Straßenschlitten mit einem Affenzahn einen Abhang herunterzufahren und am Ende möglichst lebendig anzukommen. Kein Netz, kein doppelter Boden und auch keine Schutzhülle wie etwa ein Fahrzeug war zwischen dem Spieler und dem tödlichen Asphalt. Und im Prinzip baut Kinetica genau auf dieser Basis auf. Anstatt eben nun mit einem Raumschiff über eine komplett irrsinnige Strecke mit 1200 Sachen zu donnern, schlüpft der Spieler in einen hautengen Strampelanzug, an denen jeweils an den Armen und Füßen Räder angebracht sind. Gebremst wird entweder mit der Kinnlade oder mit vollem Körpereinsatz, wobei eigentlich die Regel gilt: Wer bremst, verliert. Schwere Unfälle sind aber nicht zu vermeiden. Aber auch wenn Kinetica wieder mal nur ein weiterer Future Racer ist, reicht diese Neuerung für ein Alleinstellungsmerkmal aus. Auch wenn es gerade so scheint, dass das Spiel damals eher so mittelprächtig Anklang fand. Im Jahr 2016 hat man das Spiel dann wieder zum Leben erweckt in Form eines PS2-Klassikers, den man dann eher wurstig ins PlayStation Network geworfen hat. So geht man nicht mit First-Party-Titeln um. Aber schwamm drüber. Was einem sofort ins Auge sticht, sind natürlich die Charaktere im Spiel. Da man in Kinetica eben nicht irgendwelche Raumschiffe hat, musste man sich etwas einfallen lassen, damit die Rennfahrer nicht im Pixelbrei untergehen. Die männlichen Piloten sehen in ihrer Panzerung wirklich eher wie Motorräder aus. Was die weiblichen Piloten betrifft, so scheinen sie weniger Angst zu haben, sich auf dem heißen Asphalt Blauflecken und Schürfwunden zu holen, weswegen sie anstatt eines Anzugs mit Schutzpolster einen Bikini vorziehen. Die Santa Monica Studios waren so nett, dass sie dem Spiel auch ein kleines Artbook beilegten, in dem man sich die Konzeptzeichnungen genauer unter die Lupe nehmen kann. Nur für den Fall, dass Fragen aufkommen sollten, ob Unterwäsche überhaupt einen Schutz für diese absurd tödlichen Rennen bietet. Schade, dass es sowas heute nur noch selten gibt. Das Design der Level ist natürlich ein Potpourri an Strecken in futuristischen Metropolen. Durch die beinahe ineinander verwobenen Gebäude quälen sich schwebende Autos und natürlich auch die Strecken, gespickt mit Loopings, scharfen Kurven und plötzlichen Abgründen. Wer sich die Zeit nimmt und sich bei Schritttempo die Texturen genauer anschaut, wird erkennen, dass die nicht unbedingt hochauflösend sind. Aber auf der anderen Seite wird man ohnehin keine Zeit haben, sich die Grafik auf und neben der Strecke näher anzusehen, da man ohnehin mit einem Affenzahn durch die Level rauscht und eher damit beschäftigt ist, sich nicht den Hals an der nächsten Kurve zu brechen. Und wenn ich Affenzahn sage, dann meine ich das auch so.
Denn wo andere Spiele das Gefühl von einer Sonntagfahrt auf Valium vermitteln, geht Kinetica in die Vollen und vermittelt ein brachiales Gefühl von Geschwindigkeit. Man kann es beinahe spüren, wie einem der Wind über die in die Luft gehaltenen Arschbacken saust, wie die anderen Rennfahrer an einem vorbeirasen und natürlich der abrupte Stopp, wenn man in einer Kurve falsch abgebogen ist. Und ihr könnt eure Katze darauf verwetten, dass die anderen Rennfahrer ziemlich oft an euch vorbeifliegen, denn dieses Spiel ist wirklich anspruchsvoll. Es ist vermutlich eines der schwierigeren Rennspiele, die ihr je gespielt habt. Schon die Wahl des Charakters kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Wählt weise und probiert aus, wer am besten zu eurer Fahrweise passt. He chose poorly. Aber selbst wenn man sich sicher fühlt, ist das noch immer kein Garant für einen Sieg. Die KI ist unglaublich aggressiv und setzt ihre Power-Ups auch strategisch und intelligent ein. Trotzdem fühlt man sich nie um einen Sieg betrogen. Am besten verlässt man sich auf sein Bauchgefühl und seine schnellen Reflexe, denn eine kleine falsche Bewegung kann schon das Ende bedeuten, da es beinahe unmöglich ist, nachdem man eine Mauer geküsst hat, wieder den ersten Platz zu erreichen. Darüber hinaus gibt es auf jeder Strecke jede Menge alternative Routen und Abkürzungen und es liegt an euch, die beste Streckenführung zu finden. Aber auch hier schläft natürlich die KI nicht und nicht selten kommt es vor, dass sie fast immer die deutlich bessere Abkürzung finden, was bedeutet, dass ihr plötzlich vom ersten Platz auf den letzten zurückfallen werdet, was zugegebenermaßen nicht wirklich fair wirkt. Rennen sind immer eine knappe Sache und man wird es zu Beginn wirklich schwer haben, auch nur einen Blumentopf zu gewinnen. Aber hier kommen nun die Power-Ups ins Spiel. Da die Rennfahrer ihre Arme und Beine frei bewegen können, können sie verschiedene Stunts in der Luft und am Boden ausführen, die eure Boost-Anzeige füllen und durch den Druck auf R2 entladen werden. Man sollte eben vielleicht nur sparsam mit seinem Boost umgehen, da man ihn eventuell für brenzlige Situationen aufheben sollte. Zusätzlichen Boost erhält man, indem man über die gewöhnlichen Boost-Streifen eiert und die Kreistaste gedrückt hält. Die Stunts sind möglicherweise etwas tricky, aber im Prinzip auch kein Hexenwerk. Man drückt die R1-Taste und mit dem linken Analogstick darf man dann in alle Richtungen drücken, um dann einen Trick auszuführen. Stunts können auch in einem Combo zusammengeführt werden, was für eine extra Portion Boost sorgt. Und weil wir in der Zukunft sind, dürfen andere Power-Ups wie etwa auch ein elektrischer Angriff nicht fehlen. Eure KI-Freunde werden allerdings auch von diesen Dingern Gebrauch machen und teilweise Stunts abliefern, die sich echt gewaschen haben. Ein Sieg will sich echt hart verdient werden. Kinetica schenkt einem nichts. Die Lernkurve ist teils mega hart und im Verlauf wird es natürlich nicht besser. Wobei ich dann auch wieder zugeben muss, dass ein Wipeout vielleicht ein klein wenig mehr Probleme macht, wenn man den Raumgleiter auch wirklich perfekt beherrschen möchte. Trotzdem sind es meist Kleinigkeiten, die einem weiterbringen. Um zum Beispiel scharfe Kurven einfacher zu machen, haben die Entwickler einen zusätzlichen Kurvenboost eingebaut, mit dem man seine Geschwindigkeit in scharfen Kurven im Wesentlichen steigern kann, indem man beim Anfahren kurz bremst und dann zweimal aufs Gaspedal drückt. Im richtigen Moment gibt es dann einen Extraschub, der nicht mal die Boost-Anzeige leer saugt. Grundsätzlich lässt sich das Gameplay mit einer Flipperkugel vergleichen. Oft wird man einfach nur von links nach rechts geschleudert und man hat nicht wirklich das Gefühl, seine zwei Räder auch wirklich unter Kontrolle zu halten. Noch lustiger wird es, wenn man auf die Idee kommt, Kinetica im Zweispieler-Modus mit einem geteilten Bildschirm zu spielen. Das Streckenlayout, das einem im Einzelspieler-Modus arge Probleme bereitet, wird im Zweispieler-Modus zur reinsten Hölle und Grund für einen Sack voll Frust. Das Spiel ist einfach zu schnell, als dass man alles auf einem noch kleineren Bildschirm abbilden könnte, ohne dass man nach 5 Sekunden schon einen Krampf im Gehirn bekommt. Am besten genießt man dieses Chaos immer noch im Einzelspieler-Modus. Grafisch hat Kinetica einiges zu bieten. Die Rennfahrer haben alle einen unverwechselbaren Stil und Design und sind alle schön animiert, sodass es ein Vergnügen ist, ihnen bei ihren verschiedenen Stunts auf den Hintern zu glotzen. Die Strecken haben wie gesagt nicht unbedingt die schönsten Texturen der Welt, aber die Licht- und Partikeleffekte sehen doch ziemlich gut aus. Die Vielfalt der Strecken in Kinetica ist großartig und trotz all den Effekten bleibt die Bildrate in der Regel konstant. Befinden sich allerdings mehr Fahrer auf dem Bildschirm, geht auch die Bildrate deutlich in die Knie. Und da es wohl sehr selten vorkommt, dass man alleine auf der Strecke unterwegs ist, haben wir hier ein echtes Problem.
Der Sound ist nun der klassische Kram, den man in einem jeden Future Racer erwarten würde. In erster Linie ballert ein Techno-Soundtrack aus den Boxen und die Luft wird mit all möglichen synthetischen Klängen, wie etwa das Heulen der Motoren bis hin zu Roboterstimmen gefüllt. Man kann am Sound nichts aussetzen, aber er wirkt eben nicht wirklich maßgeschneidert, sondern eben wie das übliche 0815 Mischmasch. Kinetica ist jedenfalls keineswegs ein schlechtes Spiel. Das interessante Charakterdesign und das einzigartige Stuntsystem heben es von der Masse ab, aber die schwankende Bildrate, Probleme mit dem Streckendesign und die steile Lernkurve ergeben am Ende doch eher ein Meh als ein Hui. Wer nicht wirklich seine Reflexe unter Kontrolle hat, wird vermutlich sehr schnell aufgeben und wer mehr auf sich hält, wird um ein Wipeout vermutlich nicht herumkommen. Trotzdem sollte man dem Spiel eine Chance geben. Noch dazu ist es ein First-Party-Titel, der in Europa vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit erhielt. Also muss man es wenigstens einmal ausprobieren. Es ist ein spaßiger kleiner Racer, der jetzt vielleicht das Rad nicht neu erfunden hat, aber einige Dinge doch ganz richtig macht, sodass es genug Alleinstellungsmerkmale gibt, dass man dieses Spiel unbedingt mal ausprobieren muss. Es sorgt für jede Menge Adrenalin, mit sehr vielen und coolen Lichteffekten, die euch auf die Netzhaut geballert werden. Da Kinetica im großen PS Plus Abo als PS2-Klassiker verfügbar ist, kann man das Spiel emuliert sogar kostenlos auf einer PS4 oder 5 spielen, ohne dass man groß sich bei eBay oder Romhausen auf die Suche begeben muss. Und es gibt sogar Trophäen, sollte das für euch ein Ansporn sein. Unfodder dressed in kinetic hardware that's cleverer than we are. Now that the season's over and you're the champ, what are you gonna do? No more 10G rolls off a blind corner. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.